Oldenburg hat gewählt. Doch eine Entscheidung, wer der neue Oberbürgermeister werden soll, ist noch nicht gefallen. Bei einer Wahlbeteiligung von knapp 38,9% stellt sich die Frage, liegt es an den Kandidaten oder interessiert sich vielleicht niemand mehr für Politik? Ja, ist kurz gesagt eine Katastrophe mit, glaube ich, 38%. Nochmal 6% unter der vor 8 Jahren. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob das ein Strukturproblem ist. Es kann nicht an unserem Wahlkampf gelegen haben, weil wir haben so viel gegeben, wir haben so viele Termine gemacht, so viele Menschen gesprochen. Von daher müssen wir uns das mal überlegen, woran das liegt. Und das gilt ja nicht nur für Oldenburg, das gilt ja für das ganze Land. Ich bin natürlich ein bisschen erschrocken über die Wahlbeteiligung, aber ich glaube, man musste einiges sehen, was in Oldenburg in den letzten Jahren in der Kommunalpolitik gewesen ist. Vielleicht auch noch ein bisschen das, was bei der letzten Oberbürgermeisterwahl gewesen ist, Stichwort ECE, aber vielleicht auch Stichwort blaue Tonne. Wir müssen hier Rat und Verwaltung und Oberbürgermeister hart daran arbeiten, dass die Menschen wieder Vertrauen haben in die Führung, die wir und in die Arbeit, die wir hier leisten. Und dann habe ich die Hoffnung, dass wir künftig auch wieder bessere Wahlbeteiligung haben. So wie es ist, darf es nicht bleiben. Doch was sagen die Wähler selbst? Wir haben einige Oldenburger nach ihrer Meinung gefragt. Ich glaube, sie haben eher keine Lust. Ja, eher keine Lust, sich auf den Weg zu machen. Also zum Beispiel, ja. Weil Deutschland oder wir in Deutschland und Molde vielleicht besonders, weiß ich nicht, eine Spaßgesellschaft sind oder ist. Das heißt, die Verantwortung wird allen möglichen anderen Leuten überlassen. Aber sich selbst, was soll's, sage ich jetzt mal, das wird dann von etwas vernachlässigt. Sicher ist die Entscheidung nicht gerade ideal, zu sagen, nicht zu wählen. Das ist ganz klar. Aber da viele Versprechungen nicht eingehalten werden und immer gesagt wird, wir machen's und dann kommt doch keine Änderung, dann ist die Enttäuschung halt auch da. Und dann sagt man irgendwann, warum gehe ich wählen? Ich werde auf jeden Fall wieder wählen gehen. Ja, ich auch auf jeden Fall. Ich finde das blöd, dass es so wenig Wahlbeteiligung gibt. Vielleicht einfach ein bisschen mehr Werbung dafür machen und dass wir mal verdeutlichen, dass es auch wichtig ist und dass das jeden betrifft. Also ich bin auch echt dafür, dass es eine Wahlpflicht geben soll. Wahlpflicht für alle wichtigen Wahlen, 50 Euro Bußgeld. Oder einen Tag zum wohltätigen Zwecke irgendwie arbeiten, wer es nicht bezahlen kann. So, dass man letztendlich wieder die Leute zum Wählen hinkriegt. Wenn aber irgendwo gar nicht klar ist, worum geht es denn jetzt überhaupt? Und was bringt mir das für Vorteile, wenn ich den wähle oder Nachteile? Oder was ist überhaupt, wenn ich überhaupt nicht wählen gehe? Das müssen die Leute wissen. Dann gehen die auch. Vielleicht auch wenig Transparenz oder so, ne? Dass vielleicht die zur Wahl stehen, irgendwie gar nicht so transparent sind hier in der Öffentlichkeit.